Hallo und schönen guten Tag in der Kanzlei Sobczak & Partner. Das leidige Thema Altanschließer. Immer wieder erreichen uns Fragen, ob es sich überhaupt noch lohnt, gegen entsprechende Altanschließerbeiträge vorzugehen. Rechtsanwalt Will aus unserer Kanzlei wird Sie heute darüber informieren. Im September des vergangenen Jahres hatte das Landesverfassungsgericht des Landes Brandenburg eine Entscheidung auf dem Tisch, wo es darum ging, dass ein Grundstückseigentümer, der nunmehr veranlagt worden ist für seinen Anschluss, also seine Erschließung wasser-, abwasserseitig, dort einen Beitragsbescheid bekommen hatte von ca. 1.300 Euro meines Erachtens. Dieser Grundstückseigentümer hatte dort eingewandt, dass er in seinen Grundrechten, die ihm aus der Landesverfassung und insbesondere aber auch darüber hinaus das Rechtsstaatsprinzip verletzt ist, weil man rückwirkend nunmehr ihm gegenüber diese Beiträge erhebt. Und das Landesverfassungsgericht hatte sich insbesondere mit der Regelung des § 8 Absatz 7 des Kommunalabgabengesetzes auseinandergesetzt und dort entschieden, dass letztlich eine Verletzung seiner Grundrechte nicht gegeben ist durch die gesetzliche Änderung, die dann die Beitragserhebung bei diesem Grundstückseigentümer möglich gemacht hat. Aus meiner Sicht macht es auf jeden Fall Sinn, sich dagegen zur Wehr zu setzen. Als Altanschließer ist man natürlich, sage ich mal, nach der Entscheidung des Landesverfassungsgerichts vom September letzten Jahres vielfach der Meinung, dass es überhaupt gar keinen Sinn mehr machen würde, dort entsprechend mit Widerspruch und Klage zu versuchen, vor dem Verwaltungsgericht sein Recht zu erlangen. Aber das Landesverfassungsgericht hat im Zweifel, zum Beispiel was die Frage der Verjährung angeht, in dem zu entscheidenden Fall nur betrachtet einen Zeitraum, der nach der gesetzlichen Änderung im Kommunalabgabengesetz aus dem Jahre 2003 eine Rolle gespielt hatte, betrachtet und den Zeitraum davor, also ich würde so sagen ab 1990 bis zum Zeitraum 2003 mit der gesetzlichen Änderung, hat dieser Zeitraum überhaupt gar keine Rolle gespielt. Und vielfach ist es aber so, dass in diesem Zeitraum natürlich auch Verjährung eingetreten werden kann. Die sogenannte Festsetzungsverjährung, die hier gilt im Kommunalabgabengesetz des Landes Brandenburgs, beträgt 4 Jahre. Und wenn man sich vor Augen führt, 1990, 2003, da kann eine Menge passiert sein. Und insoweit ist sozusagen diese Entscheidung, der Beschluss des Landesverfassungsgerichts nicht unbedingt zwingend so zu verstehen, dass man sagen kann, man hätte jetzt überhaupt gar keine Chance mehr, gegen einen Zweckverband oder einen Aufgabenträger dort sich zur Wehr zu setzen. Und ich würde das jedem empfehlen, auf jeden Fall Widerspruch und gegebenenfalls auch Klage zu erheben. Das Kommunalabgabengesetz des Landes Brandenburg verweist auf die Abgabenordnung, die Bundesabgabenordnung. Dort gibt es eine sogenannte Festsetzungsverjährung und Zahlungsverjährung. Das bedeutet, die Festsetzungsverjährung beträgt 4 Jahre, die beginnt mit der sogenannten sachlichen Beitragspflicht. Und diese sachliche Beitragspflicht bedeutet, dass zum Beispiel ein Grundstück wasserseitig erschlossen ist, ein Kanal gebaut worden ist für Abwasser. Dann beginnt die sachliche Beitragspflicht und eigentlich auch die 4-jährige Festsetzungsverjährung zu laufen. Nur der Gesetzgeber hatte im Jahr 2003 ins Kommunalabgabengesetz mit eingefügt, dass die Verjährungsfrist erst dann beginnt, wenn es eine sogenannte rechtswirksame Satzung gibt des Aufgabenträgers, aufgrund derer er dann einen Beitragsbescheid erlassen kann. Und rechtswirksam bedeutet vielfach,
dass die Verjährung noch gar nicht begonnen hat, weil viele Aufgabenträger, Zweckverbände Schwierigkeiten hatten, in den vergangenen Jahren rechtswirksame Satzungen zu erlassen. Und das bedeutete, dass die Festsetzungsverjährung aufgrund dieses Unvermögens nie zu laufen begonnen hat. Sprich, der Aufgabenträger, der Zweckverband wird an der Stelle ein Stück weit belohnt, ja, dass er es nicht vermocht hat, aus welchen Gründen auch immer, eine wirksame Satzung auf den Weg zu bringen. Zur Beantwortung Ihrer Fragen stehen zur Verfügung die Rechtsanwälte Klaus Sobczak, Thomas Petter, Robert Kaiser, Thomas Will und Steffen Balke sowie Steuerberaterin Marion Setzefand. Kanzlei Sobczak und Partner, Bahnhofstraße 8 in Zossen. Telefon 033 77 33 99 0 oder im Internet auf sobczak-partner.de.